Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Deponia, wo wir ja Deponia verlassen, wahrscheinlich so wie der Titel es sagt. Und wir haben beim letzten Mal ein bisschen Geld bekommen und haben hier so ein bisschen drin rumgespielt in dem Hotel. Und jetzt wollte ich mich nochmal weiter umgucken, was es denn hier noch so gibt. Da war die Wäscherei. Was sagt denn hier die Toilette? Da oben ist Klopapier festgemacht, wo kein Mensch rankommt, auch nett. Besetzt! Ach komm schon, du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann? Ich habe eine Zeitmaschine. Vielleicht nimmt er ja Geld und geht dann da raus. Hier, damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Ein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey. Ah, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Können wir jetzt da vielleicht reingehen? Eine Kloschüssel. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Dann sollten wir mal. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Hier drüben vielleicht. Klopapier. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Stimmt, jetzt haben wir raues Klopapier. Wir haben eine Münze. Warte mal, gab es dort nicht im Keller einen Automaten, in dem man eine Münze einwerfen musste und bekam dann dort eine Pastete? Wir versuchen es einfach mal. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Dann schleifen wir das doch einfach mal ein bisschen ab. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Es hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Okay, dann schieben wir mal die geschliffene Münze dort rein und gucken mal, was passiert. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Warum Boso? Okay, jetzt haben wir eine Pastete. Ich meine, es wäre doch ein schöner Spaß, die dort reinzubacken. Ich meine, das geht bestimmt nicht, aber wir probieren es einfach mal aus. Hehe, ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese eigentlich, denke von... Okay, gut, dann geben wir doch dem guten Boso die Pastete. Der ist doch bestimmt hungrig. Vielleicht ist er ja immer hungrig. Fragen wir ihn einfach mal. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Oh, vielleicht würzen wir sie ja noch ein bisschen. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik! Ist alles auf der Pastete gelandet. Okay, vielleicht salzen wir sie auch noch ein bisschen? Das ist zwar langweilig, aber na gut. Upsi! Da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Zahncreme? Pasta! Auf die Pastete! Oh, wie lecker! Boso! Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Ein bisschen Staub. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Vielleicht jetzt? Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist?
Bekomme ich jetzt die Pastete? Hm, ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Hm, okay, können wir sie anschneiden? Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Okay, vielleicht Shampoo? Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Okay, gut, Salz war ihm ja nicht... Das ist zwar langweilig, aber na gut. Upsi! Da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Maden gibt's anscheinend nicht in Korken. Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Okay, also fehlt uns noch eine, vielleicht der Anzug? Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Okay, also fehlt uns noch eine Zutat anscheinend für die super leckere Pastete für Bozo. Das dunkle Zimmer. Hm, ich glaube nicht, dass wir da inzwischen was machen können. Ein Korkenzieher-Tasche sieht jetzt nicht so aus. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Okay, können wir das dann noch rüberziehen? Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau 2 Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Okay, vielleicht stellen wir doch einen ganzen Kindergarten unter Quarantäne, wenn wir ihm einen Kopfkissenbezug überziehen. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Aha, Haare. Gut, verstehe. Läuse, Schuppen, Haarausfall. Tja, der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein besseres Shampoo benutzen sollen. Okay, wir brauchen Haare. Wo kriegen wir denn jetzt vor Schreck Haare her? Hier gab es ja nur das Gespenst. Da dürfen wir ja durch das Loch nicht gucken. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, kannst... Hier können wir anscheinend auch nichts machen mehr. Puh, gut. Dann gehen wir mal raus und gucken mal weiter. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Da geht's raus und da geht's zum Pastetenautomaten. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Wäscherei. Vielleicht gehen wir nochmal zur Wäscherei. Achso, hier gab's nur die Waschmaschine und hier fehlt ja unser guter Freund, der Wahrsager. Mhm. Ja, da tropft's rein und hier tropft's runter. Ich weiß nicht genau. Ach, da ist ein Loch. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ein Auslaufmodell, das wir stopfen müssen. Aber womit? Ich glaube nicht, dass wir aktuell die richtigen Werkzeuge haben, um einen Leck zu stopfen. Zahncreme vielleicht? Obwohl, ja gut, ist wahrscheinlich mehr Zahncreme. So ist kein Rankommen. So ist die Frage, wie kommen wir da oben hin? Es müsste irgendwo von dieser Etage aus sein. Das ist unser... Nee, das hier ist das leere Zimmer. Beziehungsweise das wird Clites Zimmer sein. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wendt! Der Wendt! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Okay, das ist Clites Zimmer. Hm, gab es hier im Schrank noch irgendwas zu holen? Dieser Druck! Was, wenn ich versage? Und die Welt doch untergehen wird. So. Ich bin der Größte. Das hat man ihm jetzt voll abgekauft, dem Rufus. Runter, raus oder ins dunkle Zimmer. Vielleicht nochmal zu ihm hier hoch. Gibt's hier noch was? Der Octobot, die Reputation, die Klinge. Wir brauchen Haare. Wo kriegen wir denn jetzt noch Haare her? Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Hält den Kopf schön warm, ja. Ich bleibe lieber in Deckung. Okay, das bringt uns auch nichts. Wo kriegen wir denn jetzt Haare her? Vielleicht greift er doch noch in den Klo. Wahrscheinlich eher nicht, bevor wir nicht spülen. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Er hat ja noch nicht mal abgespült. Ja, die Spülung funktioniert ja auch nicht, Rufus. Also, in der Wäscherei gab es auch nichts mehr zu holen. Da geht's bloß nach draußen. Bringt uns mit großer Wahrscheinlichkeit auch nichts weiter. So, jetzt wäre die Frage, können wir hier noch irgendwas machen?
Den wir müssen wahrscheinlich alles blau kriegen. Okay, das war blöd. Vielleicht den Knopf an der. Oh, da ist noch ein roter. Okay. Hebel drehen. Hebel drehen passiert gar nichts. Okay. Wenn wir jetzt den drücken, dann haben wir in der Mitte noch einen roten. Jetzt haben wir wieder ein paar mehr. Jetzt. Okay, wir haben immer noch 4. 3. Jetzt kommen wieder mehr, oder? Ja, das dachte ich mir. Knopf an der Diagonalen. Okay. Jetzt haben wir gleich alles wieder rot. Oh Gott. Irgendwie muss doch diese komische Heizung hier ausgehen. So, jetzt drehen wir nochmal eine Kurbel. Dann dreht sich das Ganze. Wenn wir jetzt hier drücken. Okay, das verschiebt nur die beiden rein. Den da oben kann ich mit dem hier verschieben, aber dann dreht sich auch der untere. Okay. So, jetzt haben wir hier unten und dort oben. Mit dem seitlichen würde jetzt gar nichts mehr passieren. Mit dem Hebel drehen wir das Ganze bloß. Wenn wir den jetzt drücken, fehlt noch genau die mittlere Reihe. Und wenn wir den drücken, müsste es doch perfekt sein. Haha, geschafft. Rufus 1, Entropie 0. So, jetzt haben wir die Heizung aus. Jetzt müsste ja Bozo ganz schön frieren. Möchte er vielleicht jetzt seinen Anzug haben? Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Vielleicht mag er ja jetzt seine Pastete. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Okay. Also fehlt noch eine Zutat für unsere Pastete. Aber wir suchen mal in der nächsten Aufnahme das Hotel weiter ab, wo wir die letzte, hoffentlich letzte Zutat für die Pastete finden werden. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.